Ja, moin moin zusammen, ich grüße euch, ihr Freunde des Fachwerks, Altbausanierer und Heimweckerhelden. Hier ist wieder euer Fachwerker und ich bin wie immer live auf meiner Baustelle für euch an einem Samstag mit einem neuen Videotagebuch. Jawohl, es geht diese Woche nochmal munter weiter hier bei uns auf der Baustelle. Ich hatte ja letzte Woche erwähnt, das wäre das letzte Video gewesen ohne Teleskoplader. Der ist auch mittlerweile da, den zeige ich euch gleich einmal ganz kurz. Aber diese ganze Abholung und so weiter, das habe ich mir überlegt, das werde ich in der nächsten Woche einspielen, weil nächste Woche wollen wir nämlich Urlaub machen. Da schaffe ich hier sowieso nichts auf der Baustelle und dann kommt mir das ganz gelegen. Dann kann ich euch nämlich das Video von dem Teleskoplader zeigen, so Abholung und alles sowas. Ne? Ja, diese Woche hat sich nämlich noch was Wichtiges ergeben, ich sag mal so, Stichwort Bauamt und die Frage, warum es hier nicht so richtig weitergeht, das, aber ich will gar nicht so viel vorwegnehmen, da komme ich gleich in diesem Video noch so drauf und an der Stelle labere ich nicht länger, sondern wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Ja, dann kommen wir mal zu der Frage, warum geht es eigentlich im Moment nicht so richtig weiter hier bei mir auf der Baustelle? Das haben schon einige von euch bemerkt, ihr seid ja da auch immer sehr aufmerksam, was das so betrifft. Ich lese es jetzt immer häufiger in den Kommentaren, dass dann so geschrieben wird, ja irgendwie kommen da nur noch irgendwie so komische Handlungen, es geht gar nicht am Haus weiter, was ist da eigentlich los? Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich keine Lust mehr hätte oder sonst irgendwas, sondern schlichtweg damit, dass das Bauamt mir einen Baustopp verfügt hat. Ja, das bedeutet, ich darf im Moment auch rechtlich gesehen nichts mehr machen an dem Haus, bis dieser Baustopp wieder aufgehoben wird. Ja, jetzt erstmal keine Panik, Leute, das hat jetzt nichts irgendwie damit zu tun, dass ich hier angeschwärzt wurde oder verpfiffen oder sonst irgendwas oder irgendwas Unrecht getan hätte, sondern wie ihr wisst, wir haben ja unsere Bauvoranfrage laufen für die Änderung des Dachstuhls. Wir haben ja, wer die Videos kennt, der weiß ja, der Dachstuhl muss ja neu gemacht werden. Und im Zuge, dass wir den Dachstuhl sowieso komplett neu machen, haben wir uns rangesetzt, Architekt, Statiker, Zimmermeister, Bauherr, so ein bisschen mitbestimmen darf ich ja auch, was wir so damit machen können mit dem Dachstuhl, dass das so ein bisschen optimaler ist, von der Dachgestaltung her, von den Höhen und so weiter, auch zwecks der ganzen Dämmung und so weiter, was du heute alles einbauen musst. Und ja, da haben wir eben die Erhöhung des Dachstuhls angefragt, wir hätten gerne ein bisschen mehr Dachhöhe. Und das war die Bauvoranfrage und ja, im Zuge dieser Bauvoranfrage ist dann jemand vom Bauamt rausgekommen und hat sich mal hier die Baustelle ganz unverbindlich angeschaut. Ja, und was hat er wohl gesehen? Ihr seht es ja hinter mir, das halbe Haus steht auf Stützen und das sieht ja schon eher aus wie eine Bauruine. Und wer sich so ein bisschen auskennt mit Baurecht, der weiß, dass man eigentlich, nicht eigentlich, sondern man darf in die Statik eines Hauses pauschal nicht eingreifen ohne Bauantrag. So, also eine tragende Wand abreißen oder sonst irgendwas. Eingriffe in die Statik bedürfen immer eines Bauantrages. So. Und ja, ich meine, was soll man das jetzt hier anders nennen, ne? Dass die halbe Hütte auf Baustützen steht, ist natürlich durchaus irgendwie als Eingriff in die Statik zu interpretieren. Andersrum darf man aber Sanierungs- und Renovierungsarbeiten durchführen ohne Bauantrag. Und jetzt kommen wir so ein bisschen auf die ganze Grauzone, nicht Grauzone, sondern so ein bisschen Zwischending. Bei einem Fachwerk ist das eine gleich das andere. Das heißt, wenn ich hier einen Fachwerksbalken sanieren möchte, auswechseln in diesem Sinne, zum Beispiel die Schwelle, dann muss ich ja temporär das Haus auf Stützen stellen. Geht ja gar nicht anders. So, wichtig ist natürlich, dass das Fachleute machen, was ich immer sage in meinen Videos. Auf gar keinen Fall dürft ihr solche Scherze hier alleine machen, das ist natürlich lebensgefährlich. So, das weiß das Bauamt aber natürlich nicht. Das heißt, das Bauamt kommt raus, sieht das, sieht hier Stützen stehen und dann machen die sofort einen Bau zu. Das ist vollkommen klar, das ist ja irgendwo auch deren Aufgabe. Und ich habe dann mit dem Bauamt telefoniert. Hab dann also, ne, auch da alles gut, ne? Die sind super nett und so weiter, wir haben uns gut verstanden und hab denen das erstmal am Telefon mündlich erklärt, wie das Ganze aussieht, die verstehen das auch, aber ich verstehe die natürlich auch, dass die erstmal den Bau dicht machen. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal eine Einigung finden, wir müssen uns jetzt mal die Woche mal zusammensetzen mit Architekten zusammen und so weiter und erstmal schauen, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, entweder kriegen wir diesen Baustopp, diese Verfügung irgendwie aufgelöst, ne? Dass wir eben sagen, okay, so und so mit irgendwelchen Vorgaben oder was, kriegen wir den Baustopp wieder aufgelöst. Oder aber mit der Erteilung der Baugenehmigung für den Dachneubau wäre dann der Baustopp logischerweise dann auch aufgelöst. Da muss man jetzt mal gucken, was sich da lohnt oder vom Aufwand her, was da schneller geht und so weiter. Fakt ist jedenfalls, bevor der Baustopp nicht aufgehoben ist, darf ich hier an dem Haus nichts machen. Das ist der Grund, warum das jetzt hier gerade alles ein bisschen steht. Ich mich so ein bisschen rundherum und andere Sachen kümmere, wie zum Beispiel Schwiegervaters Fachwerkspeicher, wo ich jetzt mal so ein bisschen künstlerisch tätig bin, mein Bagger mal so ein bisschen auf Vordermann bringe und so weiter. Ich verstehe natürlich, dass das für viele Abonnenten und für viele Zuschauer jetzt gar nicht so richtig das damit zu tun hat, was ich hier immer bisher gemacht habe, hier mit großer Knüppelei und Maloche und so weiter, ist schon klar.
Aber Freunde, keine Sorge, das ist jetzt nur ein kurzes Luftholen. Auch für mich jetzt, so sehe ich das auch. Es ist einfach jetzt im Moment ein bisschen Pause. Man lässt das alles mal ein bisschen stehen und sacken. Und muss jetzt gerade erstmal die rechtliche Geschichte alles klar machen, muss jetzt den ganzen Bauantrag durchschieben. Das dauert nun mal ein paar Wochen und wenn das soweit losgeht, dann hat man wieder die Energie und die Power, um so richtig anzugreifen. Dann reiße ich die alte Folie hier ab und dann geht es mal so richtig dabei. Und dann das, was ich euch immer versprochen habe, dann geht es weiter mit der Sanierung. Der Teleskoplader ist ja mittlerweile da, dann werden wir erstmal diese Wand hier, das Rehm da oben rausreißen, neues Rehm rein und so weiter. Dann geht es hier richtig zur Sache und dann machen wir hier richtig Action, weil wir wollen natürlich auch dieses Jahr, das haben wir uns eigentlich fest vorgenommen, dieses Jahr wollen wir das Fachwerk sanieren. Ne? Also die Schwellbalken, jetzt hier diese Wand ist ja Katastrophe, aber auf jeden Fall auch noch die Schwelle an der ganzen Breitenseite dran lang und vielleicht kommen wir sogar auf der anderen Giebelwand schon an. Müssen wir mal sehen. Auf jeden Fall wollen wir noch richtig was schaffen dieses Jahr und wir sammeln praktisch jetzt unsere Kräfte, um dann nachher richtig angreifen zu können, wenn denn die entsprechenden Formulare und Anträge und so weiter denn genehmigt wurden. Naja, so lange müssen wir ein bisschen warten. Ich sag mal so, ich entschuldige mich natürlich, dass ich habe eigentlich gehofft, das würde ein bisschen schneller gehen. Ne? So, deswegen habe ich das nicht vorher gesagt, weil ich gehofft habe, das geht ein bisschen schneller alles. Dann merkt ihr das vielleicht gar nicht, dann mache ich mal ein, zwei Videos, sind ein bisschen schwächer, mit ein bisschen weniger Trara, aber es hat sich jetzt abgezeichnet, es wird doch ein paar Tage länger dauern, als ich so gedacht habe. Na ja, gut, wie soll es auch anders sein? Ne? Dass ich mal irgendwas richtig schätze, das wäre ja auch mal, also da muss er ja schon ein dickes rotes Kreuz im Kalender machen. Von daher, alles gut, ne? Das geht hier natürlich weiter. Wir müssen jetzt nur gerade erst alles mit den Bauern abklären, dass wir nachher wissen, woran wir sind, was wir jetzt mit dem Dach machen dürfen und was wir nicht machen dürfen. Vielleicht spare ich mir dann auch diese ollen 7 Meter Baustützen, weil wir dann das Dach gar nicht mehr abstützen müssen, sondern direkt abreißen können. Das wäre natürlich praktisch, dann würden wir sogar an der Stelle ein bisschen Zeit und Geld sparen. Wäre auch nicht schlecht. So, von daher denke ich mal, da werden wir schon eine Einigung finden. Da bin ich schwer von überzeugt. Die sind alle sehr nett. Und ich werde euch auf jeden Fall schon laufend halten in den nächsten Videos. Und dann werden wir mal sehen. Wenn es wieder weitergeht, werdet ihr es auf jeden Fall mitkriegen. Bis dahin machen wir hier natürlich trotzdem weiter. Ihr habt ja nächste Woche, machen wir einen Teleskoplader erstmal. Und dann gucken wir mal. Dann werde ich, glaube ich, nochmal ein Video machen mit dem Fachwerkspeicher. Und wir werden mal sehen. Ich lasse mir auf jeden Fall immer lustig was einfallen. Und wenn es wieder zur Sache geht, dann geht es richtig los. Also Entschuldigung an alle, die jetzt im Moment so ein bisschen gelangweilt sind vielleicht. Hoffentlich seid ihr auch wieder dabei, wenn es dann wieder so richtig vorwärts geht. Weil ich kann euch versprechen, das wird hier immer noch eine richtig geile Baustelle über die nächsten Jahre werden. Das steht schon mal fest. Ja, und während ich mich da dran mache, hier noch meinen Bagger weiter zu lackieren, kann ich ja noch mal kurz zu der Bauvoranfrage was sagen, wen das interessiert. Ihr habt es ja vielleicht eben gesehen, wir haben das Dach ja letzten Endes, also der Plan ist, das Ganze einen Meter anzuheben, beziehungsweise das war der Plan. Also ich habe mittlerweile die Nachricht bekommen, dass der Bauvorantrag abgelehnt wurde. Auch das im Prinzip, die Begründung ist relativ einfach, das ist ja hier Bauen im Außenbereich. Und im Außenbereich darf man den Charakter eines bestehenden Gebäudes nicht verändern. Das ist also im Prinzip die relativ einfache Aussage, wenn man so möchte, an die man sich zu halten hat. So, und durch dieses 1 Meter Erhöhen von dem Dach, habt ihr ja vielleicht eben gesehen in der Zeichnung auch, würde sich ja die Dachneigung auch etwas ändern und so weiter. Und letzten Endes würde eben diese Erhöhung des Daches um einen ganzen Meter den Charakter des Hauses ändern. Und da hat das Bauamt gleich gesagt, nein, das können wir so nicht genehmigen. Was allerdings möglich ist, ne, das müssen wir jetzt auch nochmal klären mit Statiker und Architekten und so weiter. Wenn wir durch bautechnische Maßnahmen, also wie gesagt, zum Beispiel durch eine entsprechende Dämmung und so weiter, muss man ja eventuell andere Sparrenstärken haben, man braucht eventuell stärkere Fußfette oder auch, wenn wir da jetzt das Rehm renovieren, dass wir da eventuell eine andere Höhe dann hinbekommen, also in der Basis vom Dach, vor allen Dingen besonders bei dem Bruchsteinanbau, da muss ja auch noch ein Ringanker oben aufgebaut werden. Das heißt, da kommt ja schon ein bisschen Aufbauhöhe drauf, was sich aber ja bauarttechnisch nicht anders lösen lässt. Also sprich, das ist eine konstruktive Maßnahme, die sich nicht ändern lässt, die aber auch dazu führt, dass das Dach natürlich auch um einige Zentimeter erhöht wird. Wenn da jetzt erst so ein Ringanker draufkommt mit, keine Ahnung, 15 Zentimeter und dann noch eventuell eine Fußfette oder irgendwas gesetzt werden muss, weil das dann ein Sparrendach wird oder was, dann muss man ja auch sagen, ja gut, letzten Endes kommen da ja so 25, 30 Zentimeter ja so oder so drauf. Das hat das Bauamt gesagt, kann man drüber reden, weil es sich ja nicht ändern lässt. Also ich muss ja auch dann wiederum bei anderen Gesetzen konform bleiben, ne, bezüglich ENEF oder GEG heutzutage und so weiter. Und
Und das sind dann so Kompromisse, die man da eventuell eingehen kann, wenn man es vernünftig begründet. Ne? Aber was wir jetzt gemacht haben, ist ja, wir haben gesagt, wir wollen einen Meter mehr Dach. So, und fertig, bitte genehmigt das. Und das lehnen die halt ab im Außenbereich. Ist also wirklich sehr kompliziert. Wir hatten auch im Vorfeld viel, viel drüber diskutiert. Also jetzt mit Architekten und Zimmermeister, was wir da jetzt machen und so fort. Also dieser Meter mehr Dach hätte uns natürlich enorm weitergeholfen im Innenraum. Dann hätten wir da nicht so zaubern müssen. Vor allen Dingen dieser Übergang zwischen den beiden Gebäuden, sage ich jetzt mal, also dieser Übergangsbereich von den Dächern, von dem hohen Dach, vom Fachwerkhaus rüber zu dem Dach des Anbaus, das ja wesentlich niedriger ist, das hätte uns schon geholfen, wenn wir da einen Meter mehr Dachhöhe hätten haben können. Aber gut, lässt sich jetzt nicht ändern, dann müssen wir das eben anders zaubern, was ich meine. Ich meine, mein Ziel ist natürlich ganz klar, ich will das Haus ja am Ende auch genehmigt haben. Also ich will ja keinen Scheiß bauen, was nachher eventuell, ich meine, hallo, ich mache hier gerade einen Videoblog bei YouTube darüber, ja, da kann ich mir natürlich keinen Schwachsinn erlauben. Da könnte mich ja jeder sofort anscheißen, wenn ich da irgendeinen Blödsinn bauen würde. Deswegen muss ich das natürlich schon alles gesetzeskonform machen und das war auch immer mein Ziel. Aber es sollte halt ja auch klar sein, sowas hier, so ein Riesenumbau, den kannst du halt nicht machen. So viel Geld in so ein Projekt zu versenken und dann machst du die Hälfte schwarz, das funktioniert einfach nicht. Da reicht am Ende des Tages ein einziger Hi-Yo-Pi, der dich da anzeigt und dann stehst du da und darfst die Hälfte wieder abreißen. Also ne, da habe ich jetzt überhaupt keinen Bock drauf. Deshalb müssen wir jetzt halt ein bisschen erst warten, bis die ganze Sache erledigt ist mit dem Bauamt, bis wir also da alle Anträge und alle Unterschriften etc. gesammelt haben. Ich hoffe mal, dass das halt wie schnell geht. Hier auf dem Lande sind es halt nicht so viele Bauanträge, die so durchgehen. Da kriegt man so eine kleine VIP-Behandlung, wenn man so möchte. Natürlich auch mit der entsprechenden Aufmerksamkeit, aber was willst du machen? Aber das kriegen wir schon hin und dann wird es hoffentlich ja auch in ein paar Wochen wieder mit richtig Action und Angriffsstimmung dann losgehen hier auf dem Bau. So bis dahin können wir uns ein bisschen beschäftigen mit Baggern, mit Teleskopladern, ein bisschen drumherum. Ich sage ja, so ein paar kleine Projekte habe ich auch um das Haus. Da darf ich nämlich noch weiterarbeiten. Ja, also Terrasse und Werkstatt und hast du nicht gesehen, also hinter der Werkstatt und so weiter. Aber das seht ihr alles noch in den nächsten Videos. Ich habe noch genug geplant und zu tun für die nächsten Wochen, bis wir dann am Haus so richtig wieder angreifen können. So, und der Bagger ist auch soweit fertig, dann kann das hier weitergehen. So, zum Schluss noch die Aufkleber drauf. Jetzt sieht das Ding doch wieder nicht nur aus wie ein Kubota, sondern man kann auch lesen, dass es ein Kubota ist. Ja, tipptopp. Falls ihr fragt, die Aufkleber, die habe ich übrigens auch selber gemacht. Die habe ich einfach mit ein bisschen, ich sag mal, Internetrecherche und dann Photoshop habe ich die dann zusammengebastelt. Dann gibt es im Internet ja Shops, wo man dann so Aufkleber drucken lassen kann. Die sind auf so einem extra, also die sollen angeblich UV-beständig sein, extra super mega haftbar oder so. Muss man mal sehen. Wir werden ja gucken, wie gut die belastetbar sind. Angeblich sollen sie es sein. Ich werde es dann ja sehen. Einen habe ich zumindest noch als Ersatz. Da kann ich dir mal gucken, falls einer abfliegt oder was, denn kann ich den noch einmal wieder ausbessern. Naja, so sieht's aus. Jetzt ist der Kubota wieder ein bisschen schick für die Saison und ich freue mich. Ich sag mal so, wenn er jetzt mal guckt, der sieht doch eigentlich gar nicht mal so schlecht aus, oder? Jetzt mit dem lackierten Oberwagen. Ich werde das nochmal zeigen, jetzt hier im Schatten, im Dings, ne? Aber mit dem Dings und so, ich finde das schon okay. Ja, dann geht's erstmal wieder los mit Danke sagen, Freunde. Und zwar an den guten Robert Miesbrenner. Der hat nämlich erkannt, dass hier im Moment so ein bisschen Energie fehlt auf der Baustelle. Und hat mir dafür den originalen Makita-Akku zugeschickt, der auf meiner Wunschliste stand. Ja, tipptopp, Robert. Vielen Dank dafür. Den kann ich gut gebrauchen. Jetzt kann ich praktisch nonstop mein Radio laufen lassen und nebenbei sogar noch mit dem Akkuschrauber arbeiten. Ja, perfekt. Dazu auch eine kleine Widmung. Man kann nie genug zusätzliche Akku-Power haben. Danke für deine tollen Videos. Ja, Robert, vielen Dank für den Akku. Den kann ich wirklich super gebrauchen und der wird mir auf jeden Fall eine Hilfe sein. So, und dann noch ein weiteres Paket kam noch an von dem guten Herrn Großmann. Der hat mir noch die kleineren Spanngurte geschenkt. Die sind auch sehr nützlich, wenn man mal nur irgendwas schnell zusammentüdeln will. Weil da hast du dann nicht mit den ganzen Ratschen und so weiter. Dafür sind die perfekt. Die sind 4 Meter lang, da kannst du eigentlich alles mit erreichen. Auch die kann man sich in Anhänger packen, beziehungsweise in der Werkstatt. Immer wenn man irgendwas mal, wie gesagt, zusammentüdeln muss, dafür sind die super. Herzlichen Dank dafür. In dem Paket waren auch noch die P3-Filter drin für meine neue Atemmaske. Die fehlten da nämlich. Da waren keine Feinstaubfilter dabei. Und das ist ja hier mein Hauptding. Ich muss ja hier meistens mit den Mineralwolle arbeiten. Und dafür hatte ich die noch auf meiner Wunschliste. Die waren mit in ein Paket von Herrn Großmann. Ich weiß jetzt nicht, ob du die auch bestellt hast. Ansonsten bitte erstmal sowieso herzlichen Dank dafür. Und sollten die von wem anders sein, bitte einmal reinschreiben. Ihr wisst, bei Amazon ist das ein bisschen katastrophal mit diesen ganzen Zuordnungen. Deswegen weiß ich es gerade nicht besser. Ansonsten schreibt mir einfach eine E-Mail. Dann kann ich mich da nochmal bedanken. Aber auf jeden Fall sind die super. Auf jeden Fall für meine Gesundheit super. Und so kann es jetzt erstmal weitergehen. Leute, vielen Dank erstmal dafür wieder.
So, ihr wisst ja, wie meine Terrasse aussieht. Das ist ja immer ein schönes Gemisch aus Sandsteinen und Schutt und irgendwelche vergrabenen Schätze. Da hatten einige schon geschrieben, ja Mensch, Fachwerker, such dir doch mal, kauf dir doch endlich mal so einen alten Sieblöffel, Junge. Ja, ich habe mal geguckt, ich habe leider bis heute keinen vernünftigen, also vernünftig meine ich mit günstig, ne, einen günstigen gebrauchten Sieblöffel für so einen Minibagger, habe ich jetzt nicht gefunden bis jetzt. Muss ich also auch heute noch ohne arbeiten, aber da habe ich mir was anderes ausgedacht, um da ein bisschen der Sache Herr zu werden. Ich habe es mir ausgedacht, ob ich das Patent dafür beantrage, das muss ich noch schauen. Das sehen wir ja, ob es funktioniert. Ich habe einfach hier so ein Stück Zaun, das war da oben irgendwo im Garten verbaut. Das habe ich hier jetzt mal so schräg draufgelegt und mein Plan ist jetzt, dass ich dann mit dem Löffel vom Bagger, dass ich das praktisch hier ausschütte, die Steine natürlich dann nicht in den Dumper fallen, sondern die Steine bleiben dann oben auf dem Gitter und rollen runter. So, das ist so, ne, trust me, I'm an engineer, würde ich mal sagen. Ja, so sieht das Ganze denn aus. Dann können die Steine hier erstmal hinkullern an die Stelle. Und da kann ich sie dann später immer noch dann mit dem Bagger wegbaggern. Hauptsache, ich trenne erstmal Steine von dem anderen Kram. Und ja, das probieren wir jetzt mal und dann gucken wir mal, ob das klappt oder nicht. Ne? Jugend forscht. Ja, und für mein kleines Jugendforschprojekt habe ich natürlich auch den Schwabenbagger wieder am Start. Den hatte ich ja noch hier, um so ein bisschen damit zu üben. Und ja, wie ich es ja im letzten Video schon gesagt habe und auch in meinem Review-Video zu dem Bagger, ich tue mich da ein bisschen schwer mit hier. Ich nehme mal den Zeitraffer raus, dann seht ihr das mal. So eine kleine Hebelbewegung und sofort haut der mir die Schaufel wieder leer, den Löffel leer. Und also ich habe mich da wirklich ziemlich dumm mit angestellt, also das gebe ich ja tatsächlich zu. Das Problem, was ich ja schon meinte, ich habe einfach die ganze Zeit das Ding mit Vollgas betrieben und ja, das macht man schlichtweg nicht. Also der ist halt so nicht in dem Sinne, wie nennt man das dann, vorgesteuert oder was. Und dann ist der halt ziemlich ruppelig zu bedienen, das habe ich einfach nicht gewusst und dann passiert das halt. So, mein Kubota, der hat das hier natürlich ein bisschen lockerer genommen, aber ja gut, jetzt hier mit dem Schwarmbagger. Ich habe trotzdem meinen Spaß gehabt, so ist es nicht. Und ihr seht ja auch, meine Konstruktion mit dem Gitter funktioniert auch gar nicht mal schlecht. Ja, also es geht natürlich ein bisschen Erde daneben, das ist schon klar. Aber die Steine gehen tatsächlich, bleiben draußen, so das funktioniert gar nicht schlecht. Wenn man jetzt keinen Sieblöffel hat, ne, ich hatte erst überlegt, da vielleicht mit meinem alten Bauzaun noch irgendwie eine Erhöhung zu bauen. Aber das Problem bei so einem Minibagger ist, dass du nicht so hochkommst mit dem gestrichenen Löffel. Ne? Du hast immer das Problem, du kommst nicht hoch genug. Und deswegen brauchte ich da eine relativ flache Konstruktion. Aber das funktionierte da an und für sich ziemlich gut. Ne? So, das kann man nicht anders sagen. So, also das so für mal eben so ausgedacht, konnte ich das so machen. So, jetzt habe ich natürlich auch meinen frisch lackierten Kubota-Bagger. Guckt ihn euch an hier im Sonnenlicht. Der sieht auch aus wie neu, Freunde. Oder wie würde ich das mal sagen? Ne? Ihr merkt vielleicht jetzt so, wenn er jetzt mal zurückspult, wie ich mich eben schwer getan habe und jetzt selbst im Zeitraffer sieht man, dass das ja alles ein bisschen fluffiger läuft. Das ist halt die Übung, weil ich ja mit dem Ding ja auch schon 1,5 Jahre arbeite. Da bin ich natürlich gewohnt an die Steuerung. Da weiß ich, wie der funktioniert, wie der reagiert und ja, das ist halt der Unterschied. Ich werde das nochmal, ich habe geplant, ja noch so ein Review bzw. so ein Vergleichsvideo zu machen zwischen dem Schwabenbagger und dem Kubota. Da muss ich dann auch mal sehen, wie ich das da nochmal bewerte mit der Steuerung. Aber grundsätzlich, wenn man jetzt diese Frage in den Raum stellt, was ist besser, ne, ein gebrauchter, alter Japan-Bagger oder eben ein halbwegs neuer China-Bagger und so weiter. Was ich ja auch im Review-Video, was übrigens auch sehr gut angekommen ist, also jetzt so von den Aufrufzahlen her bin ich da auch sehr zufrieden mit. Das ist manchmal mal so sehr erstaunlich, wenn man solche Videos macht. Man weiß das ja immer vorher nicht, wie gut die Themen so bei euch ankommen. So manche Videos, da verspricht man sich voll viel von, da denkst du so, yeah, ja, das ist voll das heiße Thema, das ist voll interessant und voll cool. Und dann wird das Video irgendwie ein paar tausend Mal nur geschaut und da ist überhaupt kein Feedback und so. Ne? Und dann denkst du so, oh, schade, hat man sich so eine Mühe mitgegeben und hat man so einen Spaß dran gehabt und sich eigentlich erhofft, dass da richtig was von kommt. So, und ist dann halt nichts. Ne? Weiß man ja immer vorher nicht. Und bei anderen Themen, so wie jetzt hier so mit Baumaschinen, da denkst du mal so, naja, gut, okay, ne? Das ist so letzten Endes, Baumaschinen geht immer, jetzt Mini-Bagger, okay, ne? Ist natürlich was anderes, als wenn jetzt so 40-Tonnen-Bagger sich dagegen gegenseitig wegwresteln oder so. Ne? Aber ist trotzdem immer recht interessant, aber nichtsdestotrotz weiß man es vorher immer nicht, wenn man so ein Video dreht und erstellt und so ein Konzept und so, welches Video erfolgreich, also in Anführungszeichen erfolgreich wird oder welches nicht. Ne? Und das ist immer lustig, wenn man dann sieht, ah, ja, guck, ja, hier so ein Review-Video mit dem Schwabenbagger, so China-Bagger, das Thema an sich scheint ja schon interessant zu sein für viele.
Und da hatten auch einige noch reingeschrieben mit diesem anderen Betrieb, da Landtechnik irgendwas und so, der da auch so richtig viele von diesen Baggern hat, also auch zig verschiedene Marken. Da werde ich wirklich mal schauen, ob ich mit dem auch mal ins Gespräch komme, ob der Interesse hätte, da auch zusammenzuarbeiten, dass ich da auch noch andere Bagger einfach mal ausprobiere. Wäre ja interessant, warum nicht? Ne? Ich bin ja auch immer ein Typ, ich probiere auch einfach alles gerne mal so ein bisschen aus und dann werden wir das mal sehen. Ne? Also vielleicht geht da noch was. Was ich als nächstes auf jeden Fall noch kriegen kann, ist ein Cat. Ne, ein Caterpillar, Mini-Bagger, ich wusste gar nicht, dass die auch Mini-Bagger bauen, bin ich mal sehr gespannt, den kriege ich hier auch nochmal zum Ausprobieren auf der Baustelle und ich habe auf jeden Fall Spaß, weil das sind so Themen, sage ich mal, das finde ich immer sehr interessant, so ein Mini-Bagger, so die Unterschiede mal zu sehen und so auszuprobieren und dann werden wir mal schauen. Ja, genau wie auch bald mein Teleskoplader, da werde ich auch im Laufe des Jahres noch ein kleines Video zu aufnehmen. Natürlich auch mehr aus Spaß. Ich glaube, Teleskoplader sind zu exotisch, als dass das jetzt die Riesenaufrufzahlen werden. Ja, aber ich finde es halt immer witzig, so Baumaschinen für Männer ist ja immer irgendwie ganz cool und da macht das auf jeden Fall Spaß und dann werden wir mal sehen, was da so dann an Feedback zukommt. Ja, und da steht er. Ich hatte euch ja versprochen, euch noch meinen neuen Teleskoplader in diesem Video zu zeigen. Da ist er nun, der Massey Ferguson 8937. Genau das richtige Gerät für mich auf meiner Baustelle. Ja, er ist endlich angekommen. Wer so ein bisschen, wer sieht, das sieht ja ziemlich stark nach einem Bobcat aus. Wer so ein bisschen mal Bilder vergleicht, ja, das ist auch so. Das sind die Modelle, ich weiß jetzt nicht, wie der bei Bobcat heißt. Letzten Endes ist das ein Bobcat unter der Haube. Ne? Wenn du auch siehst in den Anleitungen, das ist zwar Massey Ferguson gelabelt, wird darüber natürlich auch vertrieben, aber von der Maschine her ist das ein Bobcat T irgendwas. Ne? So, alles gut. 4 Liter Turbodiesel, 105 PS, 7 Meter Ausleger, 3,5 Tonnen Hublast. Genau das Richtige für mich. Geile Maschine. Ja, warum steht ihr hier und nicht bei mir auf dem Hof? Ja, das ist eine andere Geschichte und ich würde sagen, da kommen wir dann in der nächsten Woche drauf, wenn ich euch praktisch dann die Abholung und den ganzen Kram von dem Teleskoplader hier bis hierhin dann zeigen werde. Ja, so viel war es das dann für heute und für diese Woche von mir. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen. Wenn noch was sein sollte, schreibt es in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.